So, und damit zurück. Mal kurz im Inventar. Haben noch eine kleine Heißhungerattacke bekommen. Kurz was gefuttert. So, okay, Level 6. Wir gehen mal weiter in Richtung Level 7. Ich habe gerade so 4, 5 Oliven gerade gegessen. Ich bin voll heiß auf Oliven. Ich liebe Oliven. Oh, ich könnte den ganzen Tag nur Oliven fressen. Spannend, desto weiter runter ich komme, wie. Ja, oh. Was da noch alles kommt. Pass, okay, cool. Aber wahrscheinlich wird dann demnächst, wenn ich tief genug bin, wird es dann heißen: Nein, deine Axt ist nicht ausreichend. Oh, das ist eine Truhe. Nix drin, super. Eine Truhe mit nicht drin, das ist sehr super. So, weiter. Oh, drei. Fünf Steine. Waren das fünf Steine jetzt? Nee. Plus den Stein, den ich vorher schon hatte, ne? Genau. Juhu, ein Topaz. Könnte ich die demnächst mal verkaufen? Da kriege ich vielleicht doch jetzt ordentlich Kohle mal rein demnächst. Und viel Kupfer. Sehr schön, sehr gut. Ich würde trotzdem mal gerne wissen, ob es einen Unterschied macht. Weil wir haben ja gesehen, es entsteht einmal eine Treppe nach unten, wenn ich einen Gegner töte. Und einmal, wenn ich irgendwie einen Stein. Ne, wir haben das ja in der letzten Aufnahme gesehen. Da waren zwei verschiedene. Ja, I'm starting too, but I'm not already there. Na, wenn ich einen T Gegner töte, erscheint eine Leiter. Und es erscheint immer eine zusätzliche Leiter, wenn ich einen Stein wegkloppe. So, auf geht's mal was futtern hier jetzt. Yes, eat this. Jetzt stinke ich gleich nach Zwiebel oder so. Ja, gut. Und das auch noch bitte. Jawohl. Jetzt erstmal die. Das ist aber nicht viel, ey. Nee, ich will noch was aufheben. Was? Exhaust. Achso, ich bin dann trotzdem irgendwie ausgelaugt oder so. Oh, nimm das mal auf. Wenn da schon Stein ist, dann nimm ihn auch mal bitte. Na, das ist so nicht. Also kann tatsächlich passieren, dass du alles abschlagen musst, damit du die Treppe nach unten findest. Oh, da ist das super. Und einen Körper gefunden. Exhaust. This area is infected. What? By what? Oha. Haufen Zeug. Wie infected? Darf ich mir das vorstellen? Jetzt bin ich vergiftet. Achso, dass hier die Schleime halt auch vergiften können oder so. Oder wie ist das gemeint? Also ich hätte jetzt nicht, hätte jetzt nicht gedacht, dass hier direkt, Alter. Ah, okay, cool. Oh, was war denn das? Hier geht's direkt weiter runter. Was wollte ich jetzt sagen? War so abgelenkt wieder. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier direkt eine Richtung Vergiftung geht, sondern eher, dass man noch die Möglichkeit hat, erstmal ein bisschen Erz zu sammeln auf verschiedenen Leveln. Und direkt hier nach Herausforderung. Weil ich meine, ich will ja schließlich noch ein bisschen Kohle verdienen. Das kann ich dann nicht unbedingt allein durch. Alter, komm doch dran, oder? Ah! Ich muss noch Steine sammeln und wenn die mir hier die Aufgabe gibt, von wegen hier 4000 Gold, das ist ja nicht einfach so mir nicht, dir nicht ruckzuck gemacht, gell? Das kann ich einfach so aufsammeln, gell? Ja, genau. Warte mal. Lass mir noch alles haben hier auf der Ebene. Der ein Klatscher. Backmeat. Muss ich erst mal gucken, was es da für ein Rezept dafür gibt. Wäre immer interessant. Weil ich brauche wirklich was zu futtern, wenn ich mir vorstelle. Gut, jetzt habe ich nicht viel verloren, aber das ist doch schon jedes Mal. Oh. Leather Boots. You received the Leather Boots. Leather Boots. Yes, whatever. Oh. Jetzt alle fünf, alle fünf Schritte, das ist ja, oh, wow. Jetzt
Jetzt aber erstmal hier Inventar. The leather is very supple. One defense plus one immunity. Kann ich die... Habe ich ein Profil oder so? Wallet. Ah, hier. Warte, da muss ich, glaube ich, einfach nur... Wie lege ich denn die an? Ah, okay. Mhm. Was nochmal? Defense und Immunity. Das ist schon mal cool. Also immun bin ich jetzt ein bisschen mehr. Und ich kann auch einen Hut finden. Das ist ja cool. Okay, also... Kommt noch ein bisschen was, ne? Oh, 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 oh. Was ist denn? Was war denn das? Was war denn das? Ist irgendwas aus dem Loch gekommen? Oh, was ist denn das? Lapis Lazuli? Amethyst, also okay. Geht eigentlich das ist auch jetzt mal interessant, wenn ich schlafen gehe, bin ich dann auch wieder voll kuriert. Ist auch mal spannend zu wissen dann. Mich fuchst es gerade ein bisschen, dass hier kein Sound ist. Ist ein bisschen beklemmend. Warte. Das Ding hier, genau, zack. Bugmeat. Bin mal gespannt, was die einzelnen Sachen bringen. Zwei Wut. Was ist in einer Holztruhe drin? Zwei Wut. Alles klar. Geht noch eine Etage? Ich meine, 11 ist schon cool. Da bin ich zumindest mal Richtung 15 dann unterwegs und ich kann zumindest mal runtergehen bis jetzt Level 10. Aber hier fehlt so langsam das Licht. Komm, einer geht immer runter. Oha. Das tut mir weh, wenn ich da drauf hau. Was ist denn das? Ah! Krebs. Hast du verloren jetzt, gell? Oh, oh, oh. Hab ich nicht getroffen? Aha, Timing ist jetzt auch noch wichtig. Ich will den Krebs noch da plappern. Ich meine, der hat ja auch gewagt, während er seinen Hut auf hatte, mich anzugreifen. Ja, also, insofern. Oh, ich muss auf meine Energie achten. Aldo, ich habe doch nach rechts geguckt. Ich habe jetzt noch keine Kohle gefunden, gell? Oben, machen wir noch. Ja, Timing, das ist geil. Ey, das ist geil. Das ist schön, dass sie das auch mit eingebracht haben. Dass man getimed hier was platt machen muss. Ja, komm her. Ich hab's jetzt drauf. Ich hab's jetzt voll drauf. Komm her. Ja, ich find's cool. Oha. Ich kann dich jetzt schon aktivieren. Ach so. Da war jetzt einfach nur Kohle drin. Das Ding kann ich nicht benutzen. Okay, schade. Ich habe echt gedacht, das wäre jetzt so... Oh, da ist noch ein Ding. Das mache ich noch. Aber wie viel Energie habe ich? Aber ich habe noch eine Himbeere im Notfall. Okay. Wie kann ich dieses Exhaust rauskriegen? Sollen wir noch einen drin? Nee, okay. Geh hoch. Genau. Leave the mine. Alles cool. Wir waren weit genug. Oh, warte mal. Ha, schade. Ja, keine Ahnung. Es ist sehr spät geworden. Nicht so prickelnd. Und meine Lebensanzeige. Ich denke mal, wenn ich geschlafen habe, da ist das alles wieder cool. Oh, das sieht aber auch sehr komisch aus nachts. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn es zu spät wird. Ach, wo bin ich denn? Ich muss runter. It's getting late, ja? Weißt du, schlafe ich jetzt gleich hier mitten auf dem Weg ein oder was? Was passiert denn da? Oh mein Gott, ich verrecke. Wenn ich dann alles verliere, was ich bis jetzt gesammelt habe, das wäre also sehr ärgerlich. Bin gerade nicht sicher. Hä? Bin ich denn? Ja, ich muss runter. Oh je.
Nehme ich Schaden in der Nacht, oder was? Was ist, wenn die Lebensanzeige auf Null ist? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ab nach Hause, Crispy. Du alter Abenteurer. Mhm, der schläft klein. Ab in die, ab ins Bett. Wir verkaufen auch nichts mehr. Und, ja. Ich hoffe, jetzt ist gleich alles weg. Level 1 Combat. Oh, 5 HP, sehr gut. New Crafting Recipe. Sturdy Ring. Oh, sehr cool. Geht wahrscheinlich aber nicht einfach so. Da brauche ich wahrscheinlich wieder irgendwie, Amboss oder sowas. Moment, kurz einen Schluck. Mhm. Dankeschön. So, dann zeige mal. Muss ich die Sachen eigentlich im Inventar haben, wenn ich das, wenn ich irgendwas kaufen will oder so? Weiß es gerade nicht. Jetzt pass auf. Copper Ore, gib's mal alles her. Das tun wir gleich verarbeiten. Dann gehen wir gießen. Und wir machen diese Dinger. Da brauche ich diese und diese. Kann ich zumindest mal zwei Snacks machen. Das kann weg. Das brauche ich jetzt nicht. Quarz. Quarz würde ich mal einen verkaufen. Gucken, was der bringt. Alles andere würde ich auch jeweils mal eins verkaufen. Ich würde auch gerne mal einen Barren verkaufen, um zu gucken, was das bringt. Da sind noch zwei Geoden. Mal gucken, was die bringen. Da gehe ich auch nochmal in die Stadt noch rein. Okay, oh, und wir haben Post. So, I have a request for you. I need fresh cauliflower for a recipe I want to make. Could you bring me one? Oh, cauliflower one. Accept quest. Geht klar. Haben wir nicht... Wir haben doch eine, ne? Gott, das ist ja, wie sah die Nummer aus? Was ist denn hier eigentlich da unten? Irgendwas fertig? Nee, schade. Denk dran, die Sachen zu gießen, ey. Cauliflower. Daffodil. Dandelion. Spring Onion. Cauliflower. Nee, nee, nee. Hatte ich nicht eine? Weißt du, was jetzt hilfreich ist? Achtung. Cauliflower. Ich glaube, ich hatte mal eine. Hab die gefressen oder so. Ne, hier ist nicht. Fish, Artifacts, Minerals, ist auch nicht. Cooking Engine. Dann hatte ich noch keine. Ne, ich hatte die Seeds, die habe ich eingepflanzt. Jetzt muss ich hoffen, dass die, was ist denn hier? Bring Jodie Cauliflower. Hat aber kein, keine Zeit. Also insofern ist egal. Ich glaube, das sind die hier. Die mit dem weißen Ding in der Mitte. Das sieht ganz gut aus. Ja. Das könnte es echt sein. Ja, also das Gießen ist definitiv eine Sache. Ist jetzt gerade ein bisschen nervig, aber okay, gehört dazu, ja, also. Was müssen wir machen? Ich hoffe, da sind ein paar Sachen dabei, die einfach nur 2-3 Tage dauern, obwohl... Ich glaube, das, geringste an Zeit waren 6 Tage bei den Seeds, die ich bis jetzt gesehen hatte. Out of water, yes, of course. Dann einfach mal hier weiter. Oh. Das ist das aber nicht. Nee, es geht nicht. Gedrückt halten und Ding. Das trifft nicht jedes Mal. Okay, passt. Wir haben zumindest mal alles gegossen. Nummer 1. Wir wollten die Geoden. Wir wollten gucken, was die verschiedenen Sachen bringen, wenn ich die verkaufe. Das machen wir jetzt als nächstes. Pass auf. Und zwar... Eine Acorn mal verkaufen. Die brauchen wir. Kohl brauchen wir auch. Amethyst. Verkaufen wir ein. Komm, ich will wissen, was die Sachen bringen. Quarz verkaufen wir ein. Ein Bugmeat verkaufen wir. Sherry Bomb verkaufen wir mal. Können wir im Notfall eine her. Aha, Swobbles, alles klar. Ein Topaz wird verkauft. Kopoa nicht. Ein Slime wird mal verkauft. Green Alley, warum man. Alles gut. Kann man eigentlich. Eine einzelne Geode. Ich lasse es doch lieber aufmachen, oder? Risky Ding, ja. Verkaufe ich die Geode, die bringt vielleicht mehr als das, was drin sein könnte. Komm, eine Geode können wir mal reinpacken. Wir haben ja noch eine. Wegen einer Geode jetzt allerdings zu dem Typi hinlaufen, das wird ein bisschen doof. Naja. Jetzt mal die Snacks noch machen. Crafting. Zack, zack. Sehr schön. Und dann würde ich fast sagen, Holz schlagen, damit ich noch mehr... Ah, vielleicht hat es was mit dem Eichhörnchen zu tun. Da, wo das Eichhörnchen hingeht, da sind diese Nüsse. Pff, was da ein Zusammenhang besteht. Könnte durchaus sein, oder?
Ich brauche 100 Gold, 300 Holz und aber auch 4000 Goldstücke. Das war das Doofe, genau. Ja, warten wir mal ab, was die einzelnen Sachen bringen. Fairly come, but still priced for its beauty. Okay. Pass auf, dann machen wir mal. Ja, Gieß. Ich sag nichts mehr. Da fällt dir nicht mehr ein. So. Kann immer nur eins reintun. Du musst jetzt mal warten, bis einmal fertig ist. Na gut, okay. Ist jetzt nicht so. Ich glaube, so lange hat es nicht gedauert. Aber dann machen wir hin. Kaching. Dann wäre es vielleicht interessant, mehrere Öfen zu bauen. Nach dem Motto: dumm, 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 dumm. Bis mal beim letzten angekommen ist, ist der erste fertig und dann wieder dumm, 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 dumm. Was braucht eigentlich so ein Ofen nochmal? Wäre das nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. 20 Kupfer. Achso, nee. Nee, nee, nee. 20 Kupfer. Oh, also. Wenn ich mal richtig viel Kupfer habe, ja, okay, dann mache ich das. Mache ich mal noch einen zweiten und dritten Ofen. Aber jetzt ist das noch nicht so interessant. Na, eigentlich kannst du. Jetzt kannst du ein bisschen was gießen in der Zeit, wenn das Ding fertig ist. Hä? Hat es nochmal überfeuert eben? Keine Ahnung. Ja, das ist halt wirklich was, was Zeit in Anspruch nehmen könnte. Jetzt warten wir mal auf den Balken. Dann machen wir nochmal eins. In der Zeit holze ich mal kurz den Krempel hier ab. Geht nicht? Geht auch nicht. Ach, die gehen überhaupt nicht weg. Die bleiben einfach. Okay. Na gut, dann machen wir jetzt noch den letzten Balken. Barren. Kann ich nichts machen, okay. Den Ofen tue ich. Das ist so doof mit der Truhe. Hol den Barren raus und stell den Ofen woanders dahin. Muss das mal ein bisschen besser verteilen, das Zeug. Ist nur gut, dass er nicht kaputt geht. Gell? So, aber so, der Ofen kommt hier oben hin. Hier wird in Zukunft geheizt. Okidoki. Würde ich sagen, lass uns noch ein bisschen Holz fällen. Ich glaube, der Tag bringt eh nicht viel. Was ist da? Das ist eine Nuss da unten, gell? Dabei. Diese Pinecones sind doch sehr selten. Was ist denn los, Muschi? Halt. Ah, der war sogar gut. Ich glaube, das Ding ist noch seltener. Also, ich glaube, die Nüsse findest du am ehesten. Also diese Eichel. Dann findest du diese fliegenden Maple Seeds. Und zum Schluss eben diese Pinecones. Ja, Acorn hast du schon wieder. Ja, und wie gesagt, vielleicht hat es echt was damit zu tun, das mal zu beobachten, wenn du siehst, du läufst irgendwo rum und dann haut ein Eichhörnchen ab. Ohne das. Na. Das schmeißt den ganzen Plan jetzt wieder um. Also, es ist reiner Zufall. Punkt. Ja? Es ist reiner Zufall. Mach dir keine Gedanken über irgendwas. Es ist einfach, einfach Zufall. Einfach, hau einfach die Bäume um. Macht dir keinen Kopf, es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Ja, einfach Bäume umhauen und es kommt irgendwas bei raus. Und ja, hast du Glück und es ist das Zeug drin, das du brauchst, oder du hast Pech und es ist eben nicht drin. Ja, falsch aus. Das ist zwar doof, aber es ist so. Wäre echt interessant, ich mache mir viel zu viel Gedanken. Ja, das ist wieder ganz typisch für mich. Ah, okay, sehe ich schon. Starting to get ex-house. Wenn ich dann einmalig ex-house bin, dann ist erstmal Feierabend. Oh, wow, wow. Er hat gar keinen Bock mehr. Ja, entschuldigung. Warte, geht einfach schlafen. Oh. Topaz, Quarz und Amethyst. Quarz bringt nicht so viel, Amethyst bringt gut. Topaz, okay. Die Frage ist halt, verkaufen. Zeig mal. Buckmeat, ach, das, ja, kommt auch relativ häufig. Acorn bringt auch nicht so viel. Cherry Bomb schon eher. Slime bringt auch nicht viel. Kommt auch relativ viel. Geode 50. Total 338. Naja, immerhin.
Ja, ich fürchte, ich muss wirklich. Habe ich jetzt nicht im Bett geschlafen, oder was? Doch. Sehr komisch. Ach, aber er ist dafür nicht komplett. Okay. Oh. Schon wieder diese Blüten. Sind die jetzt fertig? Nee, noch immer noch nicht. Das gibt's noch nicht. So. Dear Mr. Crispy, last night a Joja team member found you incapacitated. A medical team was dispatched to bring you home safely. Oh, we're glad you're okay. You have been built for. Okay. Also, du musst echt drauf achten, sonst musst du da häufiger abgeschleppt werden. Und okay. Ich nicht gedacht. Linke Maus, das ja. Ich will immer auf Nummer sicher angehen. Weil du kannst ja eigentlich so nichts falsch machen. Du musst einfach nur die Gießkanne ausgewählt haben. Dann kannst du mit Rechtsklick auch nichts kaputt machen. Der Fehler war ja, dass ich immer, das heißt immer, die zwei Male waren es, glaube ich, wo ich aus Versehen hier eine Pflanze gekillt habe, war ja das Problem, dass ich die Axt ausgewählt hatte. Jo. Holen wir mal Wasser nach. Ich bin ja froh, dass hier direkt so ein Wasserfall. Ich habe mal vor, nein, nicht Wasserfall, aber so ein kleiner Teich hier ist. Stell dir mal vor, dieser Teich wäre jetzt auch noch außerhalb meiner Reichweite hier. Also ich müsste irgendwo, keine Ahnung, in einen anderen Screen reingehen. Das wäre also. Das wäre nervig. Richtig nervig. So, alles gegossen. Wunderbar. Können wir eigentlich direkt wieder schlafen gehen. Viel machen kann ich heute nicht mehr. Naja, ein bisschen Gras vielleicht noch weghauen. Oder die Geode mal in der Stadt. Oh, Mixed Seeds ist auch interessant. Wobei die Mixed Seeds. Gut, Mixed Seeds ist, glaube ich, das Gute, dass man die jederzeit anscheinend anbauen kann. Stand ja nicht drin, nur im Spring oder so. Das wäre auch mal interessant, inwiefern sich das auswirkt. Wenn nichts drauf steht. Ich pflanze das jetzt zum Beispiel hier. Ja, ich mache mir zu viel Gedanken. Ist okay. Ja, aber der Gedankengang wäre, ich pflanze das jetzt in Spring an. Es erscheint eine Spring-Pflanze dementsprechend. Die geht dann auch verloren. Sobald ein anderer Abschnitt kommt. Also nach Spring dann halt Summer. Ich muss dringend dann mal was zu essen machen, ey. So, einfach mal ein bisschen Gras weghauen. So, und Branka hat gemeint, die Bäume wachsen dermaßen schnell nach. Du hast keine Chance. Lass dir dazu scheißen. Dass du auf einmal kein Holz mehr hast. Da soll ich mir echt keine Gedanken drüber machen. Gut. Ich verlasse mich da drauf. Branka, weh, ich habe auf einmal kein Holz mehr wegen dir. Das Holz bringt nicht viel. Ich glaube, das war ein Gold. Maximal zwei pro Stapel. Apropos Stück. Wie komme ich denn am schnellsten an Geld ran? Weil die Mine ist halt doch, haben wir gesehen. Lange komme ich nicht in die Mine. Ne? So ein Topaz bringt zwar 100 Gold, aber ganz ehrlich, bis ich mal einen Topaz gefunden habe, habe ich vielleicht auch wirklich die 100 Holzscheite zusammen. Ne? Das ist schwierig. Ich hätte gerne die Küche echt. Ich will unbedingt was kochen können. Das wäre echt nicht verkehrt. Also das mit dem Gras scheint schon mal nicht viel Energie zu verbrauchen. Das ist schon mal eine richtig coole Sache. Ich kann mal wissen, ob ich den Frosch irgendwie fangen kann. Muss mal ein bisschen drauf achten, wenn das nächste Mal rauskommt, sofort hinterher springen. Leute, Attacke! Wird man dann sehen. So, was war das? Achso, weil es ins Wasser gefallen ist. Okay, passiert halt mal. Kannst du nichts dran ändern, ja? Füll das halt mal ins Wasser nebenbei. So, jetzt machen wir mal die Geode noch auf. Ja, Energie ist ziemlich down. Aber wegen einer Geode, Leute, nee. Da gehe ich lieber nachher nochmal in die Mine. Vielleicht sogar jetzt als nächstes. Kann ich hier noch was reinpacken? Aber ich kann noch hier Snacks machen, okay. Haben wir alles dafür im Inventar? Haben wir. Ja, ich würde sagen, ich gehe direkt ins Bett. Egal.
Bin ja ziemlich fix und fertig von der Aktion gestern. Und dann gehe ich mal mit diesen 4 Snacks hier in die Mine. Wie wären das? 45, 270. Das sind 980. Kriege ich es nicht mal ganz voll, ey. Das ist ja schon krass. Also, okay, mach mal so. Ich hau jetzt die Geschichten hier rein. Alles, was ich nicht brauche. Zack, 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 zack. Oh, das will ich noch wissen, was ein Kupferbarren bringt. Das hauen wir weg, das hauen wir weg, das hauen wir da hier rein. Oh, da habe ich auch schon einiges, ne? Die Acorns kommen weg, die Kohle brauche ich jetzt nicht. Das lasse ich mal für den Notfall drin. Steine kommen sowieso wieder ins Inventar durch die Mine. Die Geode lasse ich drin, da könnte ich im Prinzip im Anschluss vielleicht hingehen. Das ist alles okay soweit. Copperbar wird verkauft, Topaz. Wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, was für was. That makes a nice gift. Ach so. Ah ja, die Geschichte mit den Geschenken. Ich habe ja bis jetzt den Leuten noch nichts geschenkt. Muss ich dann auch mal machen. So, jetzt wollen wir noch wissen, was so ein Copperbar bringt. Ob es rentiert, die Dinge umzuwandeln. Und warte, dann will ich aber wissen, was ein einzelnes Kupfer habe ich nicht mehr bringt. Okay, Ladies and Gentlemen. Wir gehen mal relativ rechtzeitig heute ins Bett. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis gleich in der nächsten Folge. Bis gleich.